Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu 2. Und genau, die Musik ist gerade ein bisschen laut, deswegen muss ich hier ein bisschen ins Mikro brüllen. genau, wir waren ja, haben ja das letzte Mal Ayame abgeschlossen hier, da haben wir ja Großmeister geschafft im letzten Level. Und genau, dann machen wir jetzt weiter mit Tatsumaru. Und bei ihm gibt es eine Besonderheit, und zwar die Story fängt direkt an. Das heißt hier mit einem Schatten. Aber wie viele Level gibt es hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier gibt es nur 7 Level bei Tatsumaru. Also die Story ist auch kürzer bei ihm. So, ich würde sagen, fangen wir direkt an hier. Da kommt nämlich jetzt direkt der rote Lotus, weil Tatsumaru ja schon ein ausgebildeter Ninja ist. Und die anderen beiden mussten noch ausgebildet werden. Deshalb mussten wir den Trainingskurs machen und bei ihm nicht. Genau. My students, rebellion has broken out in the house of Goda. Our honorable Lord Goda is in danger from his own uncle, Sire Motohide. If the Lord we serve falls to a dishonorable traitor, we, Azuma Ninja, will stand for nothing. Go to Goda Castle and protect Lord Goda with your lives. This is the ancestral sword, Izayoi, the spirit of the Azuma Ninja. Genau, kennen wir ja schon, ne? Wir spielen jetzt den Ninja-Meister sozusagen. Tatsumaru, it is yours. Today, you replace me as Master Ninja. May honor guide your hand. Master, but... No. The powerful must know when to pass along their power. As you three graduate to new roles, I also ascend. Very well, I obey. Yes, Master. We're here to help. Oh, thank goodness. His lordship is still inside. So are Lady Kay and Princess Kiku. Let's go. Ayame, find Lady Kay and the princess. Rikimaru, come with me. We must rescue Lord Goda. Genau, die Kameraperspektive ist auch leicht anders, wenn ihr drauf geachtet habt. Hm? Sehr interessant. Ah ja. Das ist neu. Wait. Rikimaru, go find his lordship. I'll catch up later. Jo. Genau. Wir spielen jetzt das Level Ein Schatten. Das ist das erste Level von Tatsumaru. Und wir haben schon ein paar Items. Und ja. Genau, wir haben jetzt hier den Explosionsfall schon und das Schlafgas und die Tarnblätter. Aber die brauche ich nicht. Ich nehme mal hiervon was mit, weil in diesem Level gibt es einen Endboss. Und ja, genau. Bei Tatsumaru gibt es noch eine Besonderheit, und zwar er hat andere Moves drauf. Die probiere ich jetzt erstmal aus. Wenn das Spiel denn jetzt mal laden würde. Hallo, ah ja. Ah ja. Ah ja, genau, seht ihr das? Da hat er schon. Der schlägt direkt. Das heißt, man soll sein Schwert nicht. Man muss sein Schwert nicht direkt auspacken. Und das ist der Schlag von unten. Genau. Ja. Wir fangen hier bei Tatsumaru direkt an. An dem Haus hier. Auch wie bei Ayame. Aber warum das Spiel jetzt so ein bisschen ruckelt, verstehe ich nicht. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach auch hier der Nase lang. Tja, wie gesagt, Tatsumaru muss ja die Ausbildung nicht abschließen. Er ist ja schon ein Ninja gewesen. Ja. Und genau, deswegen der kleine Unterschied hier zu Ayame und Rikimaru. Oh mein Gott!
Da, da sind da unsere grünen Freunde da vorne. Genau, der läuft halt immer und jetzt kommt der Kill von hinten. Der sieht so aus. Zack. Jo. Der ist eiskalt. Und es ruckelt. Warum ruckelt das? Was macht mein Rechner wieder? Hallo. PC. Ja, genau. Der Unterschied war eben, wir haben einen Ninja irgendwo herkraxeln sehen. Die Szene gab es bei Rikimaru und Ayame nicht. Da, so einen haben wir eben gesehen. Okay, das ist ein Pfeiltyp. Dann wollen wir den direkt mal hier versuchen zu vernichten gleich, ne? So, das geht gut, klar. Und... Nein! Ah, scheiße! Fuck, ey! Ja, das meine ich halt. Tatsumaru ist auch viel schwerer zu steuern, ey. Das muss doch nicht sein. Oh, wurde ich schon entdeckt, ey. Fuck. Ja, Tatsumaru ist viel schwerer zu steuern, ey. Ich glaube, deswegen musste man den auch freischalten. Da ist er. Weil der halt echt viel schwerer ist zu steuern. Also, hier Großmeister zu schaffen mit ihm, das ist schon eine andere Nummer. Ja. Ey, der hat mich schon wieder entdeckt. Der hat mich schon wieder... Aber Moment mal. Warum gibt es hier die Ninjas? Bei Ayame war das nicht so, ne? Bei Ayame gab es hier keine Ninjas. Interessant. Ah, da unten ist ein Buddy. Seht ihr den? Den nicht berühren. Genau. Oh, shit! Oh, ey, was war das denn schon wieder? Alter, viel schwerer. Viel schwerer mit Tatsumaru. Viel schwerer, ey. So. Das ist halt auch, weil der mehrere kleine Angriffe macht und kein Schwert hat, ne? Deswegen ist das ein bisschen blöd. Hier, so, und... Ja, genau. Oh, Mensch. Yes, Caltrops. Immerhin haben die Items. So, dann hier hinter mir. Da. Da ist ein Speertyp. Aber das traue ich mich jetzt nicht, darunter zu springen, weil... Genau. Schaut mal. Ja, ich spiele wieder Tenchu 2. Ah, warum bin ich darunter? Fuck. So, das ist wieder der Kill von... Und da ist noch einer direkt. Aber der sieht uns zum Glück nicht, ey. Boah... Fuck, das war knapp. Der war doch da hinten, ja genau. Ich probiere mal den Kill von unten zu machen. Mal gucken, wie der aussieht. So, das ist der Kill von unten. Zack. Boah. Auch cool, ja. Auch sehr cool. Ja genau, ich spiele wieder hier Tenchu 2 an einem Montag. Und es gibt eine Sache, da ist der Buddy. Es gibt eine Sache zu sagen, und zwar, ich habe einen neuen Kanal entdeckt auf YouTube. Domivo heißen die Jungs. Ist eine Dreiergruppe, die machen ganz coole Let's Plays. Und ja, würde ich euch empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Die machen jeden Tag neue Videos. Und genau, so ein bisschen Werbung sozusagen. Ah, genau, da ist die Frau da unten. Aber... Da ist nichts, oder? Ist da die Kiste wieder? Nö. Da ist nur eine Unschuldige, alles klar. Eine unschuldige Gegnerpatrouille. Da ist der Nächste. Und der steht direkt neben dem Buddy, aber die machen nichts. Okay? Interessant. Guck dir das mal an. Ah, es sei denn, der fängt jetzt wieder an, den da Platz zu machen. Nö, die machen nichts. Die stehen nebeneinander und machen nichts. Was ist das denn, ey? Ah, jetzt! Ah! Nice, danke dir. Aber ich würde eigentlich gerne die Punkte haben, weil ich wurde anderthalb Mal entdeckt. Ja, egal, komm. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen, ja? Oh, scheiße! Oh, war das ein Fail, Alter. Ich wollte eigentlich den grünen platt machen. Oh, tut mir leid. Shit, Mann. Tut mir leid, Buddy. Aber danke, dass du ihn trotzdem für mich killst. Oh, shit. Oh, da ist der Nächste direkt. Ah, das war doch mal eine geile Szene da unten.
Alter Schwede. Da feuer ich aus Versehen meinen eigenen Mann ab. Ich glaub's nicht. Oh, das ist so scheiße, weil die halt immer hier auf den Dächern jetzt rumkraxeln. Ne? So, komm, 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 und... hau ihn kaputt. Dankeschön. Ja, wie gesagt, Tatsumaru hier, ne? Den musste man erst freischalten. Und genau. So, wo müssen wir hier überhaupt hin? Gibt's hier ein Item? Gibt's hier einen Endgegner? Ich weiß das alles nicht, ne? Da! Da ist der nächste Gegner. Alles klar. So. Und Kill von der Seite. Alter! Kickt er dem einfach mal in die Fresse. Okay. Das ist cool. Das sah so Tekken 3 mäßig aus, ey. Ich hoffe, ihr kennt Tekken 3. Ein sehr schönes Spiel aus meiner Kindheit. Dass ich vielleicht irgendwann auch mal Let's Playen werde. Klar, warum nicht? Ne? Oh, das wollte ich nicht. So. Aber ich glaube, für Tekken 3 bin ich zu schlecht. Um das irgendwie erträglich zu Let's Playen. Aber bleiben wir erstmal hier. Wo ist der Nick? Da. Ist das jetzt ein Gegner oder ist das ein Buddy? Das ist ein Gegner. Okay. Alles klar. Ich hoffe mal, der bewegt sich nicht hierhin. Ne. Okay, sehr gut. Was machst du denn? Hau ihn kaputt, ey. Frage ist jetzt, ne? Gibt's hier ein Item und wo ist das? Das ist eine sehr gute Frage, glaube ich. ja. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, kann das sein? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist schon wieder so ein sinnloser Abgrund. Warum ist das schon wieder so ein sinnloser Abgrund gewesen? Hallo? Ey. Nee. Oh, das ist doch, ey. Kann mir das mal jemand erklären, warum hier sinnlose Abgründe überall sind? Das ist doch voll für den Arsch, jetzt mal ehrlich. Jetzt kann ich wieder alles von vorne spielen, ey. Danke. Ach, nur wegen dieser Unlogik, ja? Kann ich jetzt hier nicht... Kann ich jetzt hier alles nochmal von vorne spielen, ey? Mann, das ist doch scheiße. Ja, doch toll. Dann muss ich jetzt halt schneller machen. Weil, das waren jetzt ungefähr 10 Minuten, die für den Arsch waren, sozusagen. Ne? Aber ich sag mal so, die 10 Minuten waren dann halt Einführung. In Tatsumaru. Sozusagen. Genau. Da oben ist... Wo ist denn der Gegner direkt? Hier oben irgendwo, ne? Ah ja, genau, hier war doch der, der mich auch entdeckt hat eben, ne? Gut, mit dem Vorwissen jetzt... bin ich natürlich vorsichtiger hier, ist klar, ne? Ja, bin ich vorsichtiger und springe erstmal runter. Ja, ist egal. Hier ist keiner irgendwie. Ah, da, doch. Okay. Hä? Den habe ich aber eben nicht gesehen. Ah, dann kick ihn tot. Ey, jetzt hat er mich schon wieder entdeckt. Alter, nee. Ey, das ist alles nur... Jetzt hat mich schon wieder einer entdeckt. Ich glaube, das soll nicht sein, dass ich da unentdeckt bleibe. Dann entdeckt mich nicht der eine Typ, sondern der andere. Toll. Ah, nur weil Tatsumaru so komische Moves macht, ey. Wo ist der andere? Hier war doch noch ein Bogenschütze. Kann ich den Kill von oben machen? Yes, das ist der Kill von oben. Geil. Oh. Aber hier war eben noch ein Bogenschütze und der ist jetzt weg. Das heißt, ich muss mich rumdrehen. So tun, als würde ich weglaufen und jetzt ist der da. Da ist der jetzt. Auf einmal. Ey. Komische Spielmechanik. Aber immerhin habe ich jetzt mal den Kill von oben gezeigt. Ist auch gut. Ne? Ja, es tut mir leid, wenn ihr jetzt ein bisschen umsonst geschaut habt. Aber da kann ich nicht, da kann ich nichts für, wenn da auf einmal so ein scheiß Abgrund kommt. Jetzt mal ehrlich, woher soll ich das wissen?
dass es hier sinnlose Abgründe gibt. Aber kommst du da hoch? Ja, du kommst da hoch. Aber es... Ey. Wer denn jetzt schon wieder? Aber das bringt nichts. Ich muss da hoch. Död. So. Hier ist niemand? Okay. Hier ist wieder ein Abgrund dahinter. Nee. Ich mache jetzt hier mal ein Safe State. Es tut mir leid, aber hier sind ja sinnlose Abgründe drin. Das ist irgendwie gescheiße. Oh! Oh, was? Was? Wo? Ey, das ist so komisch. Warum sind die Gegner jetzt auf einmal in Alarmbereitschaft? Das verstehe ich nicht. Ja, zack. Ah, er nimmt auch das Schwert raus, wenn man nach rechts oder nach links den Move macht. Genau. Oh, aber der ist so schwer zu steuern. Das ist echt blöd, ey. Ah, hier ist nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen... Nee, komm. Laufen wir mal ein bisschen. Ab in die Richtung, hä? Huh? Ah. Ey, warum ist hier die ganze Zeit Ausrufezeichen, Fragezeichen? Was ist denn das? Ich bin gerade ein bisschen angepisst wegen diesen scheiß Abgründen hier. So, da oben, denke ich mal. Hey, geh da hoch, komm schon. So. Död. Wo ist der? Ah, hier hinter wahrscheinlich, ja? Wo denn? Hier unten. Ah, okay. Da ist er doch. Hi. Mein grüner Freund. Du bist ganz grün vor Neid, weil du kein Ninja sein kannst, richtig? Naja, egal. Komm. Oh, nicht da reinlaufen. Aber Tatsumaru finde ich cool, dass der... Ah, hier ist Ayame reingegangen. Ah, nee. Rikimaru. Nein, 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 nein. Oder? Was ist das hier? Ist das das Ziel? Nee, ich glaube nicht. Ich mache hier mal einen Safe State vorher. Nee, nee. Ist nicht das... Ah, hier ist hier... Ey. Wollen die mich irgendwie echt verarschen oder so hier? Wo ist der? Wer macht hier die ganze Zeit... Dim, dim, dim. Wer ist das? Und wer hat sein Schwert einge... Ey! Was ist hier los? Da! Da! Ein Ninja-Bogenschütze, okay. Aha, und der... Der merkt anscheinend, wo ich bin. Okay. Krass. Ah, der Typ. Okay, alles klar. Okay, und... Ja! Bye-bye mit dir, ey. Ey. Was? Ach, das ist die Szene, ne? Oder? Moment mal. Wer hat hier rumgeschrien? Ah, da! 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 Da ist ein... Schwertkämpfer. So, genau. Dann... Bam und... Nee. Okay, bam! Kick ihm in die Fresse, ey. Oh, wie geil. Ah, das ist der... Ah, das ist doch der Buddy. Ja, ja, okay. Ah, der kann uns sehen. Das ist kein Problem. So, da muss ich jetzt mal wieder gucken. Ne? Wo ich hier war. Aber ich glaube, das... Ja. Oder? Wo ist der Nächste? Da! Da ist der Nächste. Komm schon. Komm schon. Hau ab. So. Haut der ab? Der haut ab. Alles klar. Was machst... Was macht der denn? Was? Oh! Wie scheiße war das denn schon wieder? Och, Mann! Ah! Ah! Schaut mal! Guck mal, was ich hier durch Zufall gefunden habe. Die Itembox. Wie geil. Okay. Ach, aber was war das denn schon wieder? Ey, Mann. Was macht der?
mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, fuck, ey. Boah, ist das schwer mit Tatsumaru. Alter, ich wurde jetzt dreimal entdeckt. Einfach nur, weil er so komische Moves macht. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Das ist doch mal richtig blöd gelaufen jetzt wieder. Jetzt stirbst du aber, ey. Boah. Ja, genau. Das hast du verdient. Oh, das ist ja übelst schwer, ey. Ich muss echt aufpassen hier. So. Übelst schwer, wirklich. Und ich glaube... Ah, da. Ich glaube, bei Tatsumaru gibt es auch mehr Level, wo man nicht entdeckt werden darf. Krieg ich das wieder hin hier? Ah, ne. So. Und zack. Weg mit dir. Mann. Mann. Na, jetzt kommt noch ein maximal Ninja-Meister raus. Wenn überhaupt. Aber ich weiß auch hier nicht, wo das Ende ist, ne? Ich habe hier nochmal ein Safe State kurz gemacht. So. Ey, das ist doch scheiße gelaufen jetzt gerade. Richtig scheiße. Da! Oh mein... Ey, hallo? Was geht hier ab? Warum? Ja, der ahnt anscheinend, wo ich bin. Okay. Was geht hier ab? Was? Hallo? Wer kämpft da? Irgendjemand kriegt da Schaden. Oh Gott, ey. Was soll das denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Ach Gott, ja, das wird ein längerer Part, so wie es aussieht, ha? Ey, schon wieder! Schon wieder! Warum? Ich mach doch einfach nur... Ich drück Viereck und dann entdeckt er mich. Mensch! Was soll die Scheiße? Oh Mann, das ist ja wohl mal... oberfällig hier, ey. Richtig, richtig fällig. Scheiße, Mann. Mann, ey. Du blöder Penner, ey. Vor allem, ich gehe da hin, drück Viereck und dann entdeckt er mich. Was soll das? Ja, beruhig dich jetzt. Ey, irgendwie ist das immer auch schwerer. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Da verliert schon wieder irgendjemand Schaden. Tatsumaru ist definitiv schwerer als Ayame und Rikimaru. Jetzt weiß ich auch, warum den keiner spielt. Weil das halt echt extrem schwer ist, ne? Oh. Wer kämpft denn da schon wieder? Phantomkämpfe oder was? Ja, ist wie der Phantomgegner im letzten Part. Ja. Jetzt beruhig dich mal. Hier gibt's nichts zu sehen. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich hab doch nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ihr wollt doch auch was sehen, Mensch. So, jetzt aber. Wenn ihr mich jetzt wieder entdeckt, dann kill ich den so, ey. Boah. Was hast du genervt? Und hat noch nicht mal ein Eid. Ah, die hier. Nein, warum? Warum geht der runter? Egal, den kill ich jetzt so. Ist mir scheißegal. Komm, kill ihn. Danke. Ey, warum geht der runter? Ich hab doch überhaupt nicht die Rollentaste gedrückt, ey. Boah, ist das schwer. Das ist extrem schwer hier. Also hier Großmeister zu schaffen, das ist, würde ich sagen, unmöglich. Entschuldige. Das geht nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Das... Naja, da ist nichts. So, die Richtung, da ist noch was. Da unten ist der Buddy. Alter, oh Gott. Was ist das denn für ein... Ey. Vor allem, ich gehe zu denen hin, drück die Angreifen-Taste
Und dann entdecken die mich. Was soll das denn? Da ist der Nächste. Ah, das ist echt. Ja, weil er halt wahrscheinlich der Ninja-Meister ist. Ist das schwerer hier. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das wird wohl so sein. So. Oh Gott, und wenn ich an die Level denke, wo man nicht entdeckt werden darf, ey. Das wird heftig, ey. Alter! Kannst du dich mal bewegen? Der bewegt sich nicht, ne? Komm schon! Der geht eine ganz komische Route. Was geht der für eine komische Route da? Oh, warum fällst du hin? Ja! Oh, das ist doch ein Abfuck hier, wirklich! Das ist doch ein Abfuck hier! Oh! Mensch! Was? Ey! Ich bin ja gerade leicht am Verzweifeln. Das ist irgendwie... Warum fällt der hin? Warum bleibt der nicht einfach stehen? Das verstehe ich nicht. Ey, das ist ja wohl mal mega fail hier, dieser Part. Oh. Oh, Junge. Guck mal in die andere Richtung. Mann. Boah. Ey. Dafür kriegst du jetzt einen Kill von unten. Meine Fresse, ey. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl wirklich nicht. So ein Fail-Part hatte ich selbst bei den ersten Folgen von Ayame und Rikimaru. Hatte ich den nicht. Was soll das? Ey. Mensch. So, jetzt. Da hast du. Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt entdeckt wurde. 5-mal, 6-mal, keine Ahnung. Es ist mir auch irgendwie gerade egal geworden. Nein, lass es. Das hier machst du bitte. Ah, ich hätte direkt hochgehen können, ich Idiot. Naja, egal. Ah, nein, dann geh hoch hier, komm. Geh da hoch. So, zack. Mann, ey, bei Rikimaru und Ayame hat das so Spaß gemacht, aber hier ist das voll der Abfuck. Weil hier auch irgendwie Abgründe sind. Abfuckende Gegner, die irgendwie komische Dinge machen. Sind hier Gegner hier oben? Ernsthaft? Okay. Wie gesagt, das wird jetzt, glaube ich, eine andere Art von Let's Play. Oh! Hi. Ja. Falling Damage. Ich habe Falling Damage bekommen, glaube ich. Oder war das der Speer von dem einen Typ? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der Speer von dem einen. Ja. Na, das geht nicht. Okay. Muss ich da erstmal da hoch. Ja. Oh, wie soll ich auch da hochkommen? Muss ich überhaupt da hoch? Ich kann da nicht hoch. Ich kann da nur von hier hoch. Aber was soll ich da oben? Muss ich da hin? Sieht so aus, als ob ich da hin muss, wa? Sieht so aus, als wird hier ein Gegner rumrennen hier oben drauf. Ja, da hinten. Guckt. Da ist ein Gegner. So, komm. Die gehen hier auch alle auf so einer scheiß Schräge rum. So. Ja, genau. Gib mir jetzt deine Items. Na, du hast nix. Okay. Da ist ein Buddy. Ups. Da ist ein Buddy gewesen, so. Müsste ich ja jetzt nochmal hier lang. Aha. Moment. Nee. Gibt es hier noch Gegner irgendwo? Ich weiß es nicht. Was ist das hier überhaupt? Warum? Ah, ich muss, glaube ich, nach ganz oben da, wa? Aber hier ist kein Gegner. Ne, da ist nichts. Ich bleib jetzt mal erstmal hier oben. Schau mal, was da hinten noch abgeht. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Ha? Oh Mann, ey. Das wird jetzt ein ellenlanger Part. Nur wegen diesem scheiß Abgrund davor. Aber was soll ich dagegen machen? Das ist doch blöd. Aha.
Ah, hier unten ist der Buddy, ne? Oder? Ja, da unten ist der Buddy. Okay, ne. Dann gehen wir da hoch. Tatsumaru. Oder Seiru. Je nachdem, wie wir ihn nennen wollen. Oh, Mensch. Boah, was ist das für ein... Ey. Ah, du kannst da hoch. Halt dich da bitte fest. Ja, alles klar. Da ist direkt ein Gegner, okay. Cool. So. Aber der bleibt dann nur so stehen, oder was? Ja, der bleibt statisch stehen. Das heißt, mit dir ist jetzt Ende Gelände, ne? So, und jetzt mache ich... Fange ich die Attacke schon vorher an. Und nicht erst, wenn ich bei ihm stehe, weil dann passiert wieder irgend so eine Scheiße und der entdeckt mich. So. Jetzt bin ich hier auf diesem Dach, oder was? Ja. Aber es kann sein, dass hier jetzt gleich Ende ist, ne? Oder auch nicht, okay. Ah, da. Hier oben kann man nochmal hoch. Oh! Ja, hier ist das Ende. Schaut mal, wer da ist. Kennt ihr das Kostüm noch? Ich sag mal nix, ihr werdet schon rausfinden, wer das ist. So, Cutscene. Kagami! So, you're a woman. Very perceptive. And I recognize your sword. So, old man Azuma finally retired. Who are you? I am Lady Kagami, master of the Nyogetsu Ninja. You lead Lord Toda's ninja? Perfect. Today I put an end to the rivalry between our clans. Our rivalry will end this day. But it doesn't have to end in blood. What do you mean? Our clans are enemies only because Toda and Goda want it that way. We're divided and easily controlled. What are you talking about? Join us. Together, our two clans would be unstoppable. We can create a new world. A world ruled by the ninja. Never. Ninjas live in the shadows. Do you really want to live your whole life in the dark? Of course. The darkness is my home. Fool. You're a servant, not a warrior. My people follow orders, but they fight for a dream. Freedom. What do you fight for? My lord. As you wish. It is the wrong choice. But it is yours. What a waste. Seiru? Yes, lady. I admire you, master of the Azuma. But I cannot have you interfering with my dream. Wait! First you have to get past me. Ach, das ist der echte Seiru. Der Vorgänger von Tatsumaru. Okay. Deswegen heißt er jetzt also Seiru am Ende. Ah, alles klar. Ja, es war Kagami und sie hat... halt vorgestellt, was sie möchte und... So, jetzt! Alter! 140 Hitpoints! Wie soll ich das mit Tatsumaru machen, ey? Oh, das ist ja wohl... Brandpfeil! So. So, komm schon. Ja, komm! Ich werde deinen Platz einnehmen, mein Freund. So, da hast du. Ja, und zack. Ah, das ist ein Kick. Okay. Und zack. Ah, ey. Der rennt der weg oder was? Ja. So. Komm schon. Ich mache hier mal einen Safe State. So, dann laufen wir da rein, bitte. So. Ich nutze alle Items, die ich habe, einfach. Weil Tatsumaru ist extrem schwer zu steuern. So, zack. Warum trifft das nicht? So, das hat getroffen. Alles klar. Wenn du nächstes Mal eine Runde machst, dann... Hey, der macht keine... Oh mein Gott! Eine Granate! Oh. Und zack! Hier kriegst du Krähen... Ah, oh, ich bin meine eigenen Krähenfüße wieder.
Das ist doch so ein Fail wieder. So, trink das. Ja, das war jetzt sinnlos, ich weiß. So. Ey, hallo! Ich glaube, es hackt. Hey. Hey. So, zack. Ey! Hallo? So, lauf mal da rein. Oh, danke! Wir haben eine Granate gefunden. Ah, die kann ich nicht... Warum kann ich die nicht nehmen? Warum kann ich die nicht nehmen, die Granate? Egal, trink das erstmal. So. Und Kick! Ah, shit! Zack, 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 zack! Geschafft! Geschafft, ey. Boah, scheiße. War das knapp. Oh, einen Moment, ich muss mal... So. Boah, war das knapp. So. Naja, nicht knapp, aber... Was ist die Statistik? Ja, Ninja, Alter. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht, ey. Was ist denn Non-Core? Ah, okay, Unschuldige, ja. Boah, ist das schlecht. Scheiße, Mann. Ja gut, erstes Level von Tatsumaru. Ich muss nochmal... Ich muss in die Steuerung reinkommen. Also, egal, komm. Es geht weiter. Ja, blöd gelaufen. Ich glaube, jetzt geht's zu First Tour, das Feldlager direkt, wa? Wenn man die Story sich mal anschaut. Ja, wir haben Zero gekillt und werden jetzt zu Zero gleich. Ah ja. Ayame. Motohide murdered Lady K and he kidnapped Princess Kiku. I'm going after her. Tudududududu. Home! Friend of home! Friend, I am Tatsumaru of the Azuma Ninja. Oh, well met, Tatsumaru. I didn't recognize you. We are grateful for your protection. Sire Sakia, I must inform you that Lady K has been murdered by Motohide. We were too slow in reaching the castle. Lady K? Dead? And Princess Kiku has been kidnapped. It was entirely my fault. No, no. The fault is mine. I should have been alert to Motohide's treachery. Oh, the poor child. Ayame is chasing the kidnappers. Good. What about Lord Goda? Rikimaru will rescue him. Sire Sekiya. What is it, Jubei? Enemy troops are massing on our border. They bear the crest of Lord Toda. Toda? That's not possible. News of the rebellion won't reach his castle for... Motohide! He betrayed us to that jackal Toda! Sire Sakia, I just killed a Neogetsu ninja in the castle. What? Toda's ninja are here? Yes, Sire Sakia. So, now we know who is behind all this. Sire Sakia, I will bring you the head of Toda Yoshisada. He will be protected by legions of troops. No, no, the risk is too great. The risk is greater if we don't act. My life is a small price to pay. Very well, but be careful. Ah, das sind also die Neogetsu-Ninja. Mhm. Ah ja, First Tour das Feldlager. Now, where could Toda be hiding? Ja, First Tour das Feldlager, ne? Oder der Kopf von Toda, Moment. Nee, okay, alles klar. Nee, ja gut. Ich dachte, das wäre ein Level, wo man nicht entdeckt werden muss, aber das ist nicht so. Genau. Wir haben halt wieder rausgefunden, dass Goda Motohide ein Arschloch ist. Und dass er quasi Fürst Goda verraten hat. Und genau, jetzt müssen wir Toda suchen und ihm den Kopf abschlagen, wie es der Titel sagt. Aber ich glaube, das machen wir jetzt morgen. Ich werde das jetzt mal schneiden und diese peinliche Statistik versuchen vergessen zu machen. Und genau. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich dafür mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Oder könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr wollt. Und genau.
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, ne? Tschüss, tschüss.